Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir nähern uns dem Ende, wollte ich sagen. Es kann wieder weitergehen hier in Diablo 3 Reaper of Souls. So, hier haben wir noch was. Wir haben noch alles geredet mit jedem. Hier haben wir noch was stehen gelassen. Und wir betreten das Portal und müssen die Belagerungsrunen finden, die zwei, die wir ja brauchen. Wo sind sie? Nein. Das sind wieder neue Kreaturen. Gibt's gleich neues Wissen wieder. Gegenden des Wahnsinns sind ein raues Pflaster und ihre Einwohner müssen listenreich sein, um dort zu überleben. Ein perfektes Beispiel sind die Täuscher, die sich in den Stein direkt unter ihren Füßen hüllen. Sie erscheinen als mächtige Riesen. Ein paar harte Schläge offenbaren jedoch, dass ihre wirkliche Form wesentlich kleiner ist. Schon wieder die Drecks-Elite. Ich bin noch nicht wieder bereit. Meine Reise in die Ebenen des Wahnsinns hat es mir ermöglicht, eine neue Welt zu sehen. Eine Welt, die für sterbliche Augen fast schon zu fantastisch ist. Die uralten Schlachtfelder strecken sich vor mir. Eine Einöde, die von kleinen und herstreitenden Bestien geboren wird. Sie ziehen endlos durch das Land und gedeihen an den Überbleibseln der Magie vergangener Schlachten. Hohoho. Hohoho. Wahnsinn, was haben wir hier? Nein. Nein, 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 nein. Oh. Nee. Riesenmonster. Ach du Kacke. Ich hau dir so die Bälle rein. Was ist denn das für eine Kreatur? Dimensionenwandler. Stirb du. Na gut, dann gehe ich mal nicht da rein, wenn wir nie wieder gesehen werden. Ich habe in Kains alten Aufzeichnungen viele Einträge über die Monster der Ebenen des Wahnsinns gefunden. Er reiste vor 20 Jahren mit einer Gruppe Helden dorthin, um die großen Übel aus der Welt der Sterblichen zu verbannen. Und seine Entdeckungen scheinen ihn ganz schön mitgenommen zu haben. Manchmal wagte er es, einen Blick über den Rand der Festungsmauern hinauszuwerfen,
woraufhin geflügelte Bestien erschienen Namen. Wahnsinn, die Kreaturen. Alle Gefahren der Ebenen des Wahnsinns lauern an der Oberfläche. Die Tunnelgräber verstecken sich direkt unter der Erde und brechen hervor, um mit ihren gewaltigen Kiefern nach ihrer Beute zu schnappen. Und meine heldenhaften Freunde fragen sich, warum ich die Festung nicht verlasse. Stachelkrake. Puh, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, darum bin ich gestorben gerade. Weil ich mich aufs neue Wissen konzentriert habe, mehr oder weniger. Aber hier ist es ja egal. Jetzt mal wieder Zeit für ein legendäres, geiles Teil, hä? Hey. Gefräßiger. Aha. Gürtel, ich gehe mal hier rundherum. Ja, wir müssen ja das alles aufdecken. Hier geht's rein. Ich weiß nicht, was da oben sein wird. Ja, ich bin hier. Wir haben eine alte Belagerungswaffe gefunden, mit der wir Maltaels Diener ablenken und sie von der Ramme weglocken können. Sehr gut. Wir können nicht gleichzeitig kämpfen und sie reparieren. Beschützt uns, während wir unsere Arbeit verrichten. Okay. Na dann los. Macht aber schnell, ey. Ich habe nicht viel Zeit. Ich will zum Maltail. Wo, wer, wie, wo? Ja. Mon. Wie viel kommen da noch hin? Ich muss mich ab. Ist das heftig. Na komm schon. Nein!
allem durch. Ich muss noch ein wenig länger warten. Wie viel sind das noch hier? 2, 1, 0. Nicht genug Geisteskraft. Hey, okay. Brutal, das schaffe ich nie. Ich muss den besiegen. Nein! Ich komme da nicht weg. Ihr könnt noch einmal eure Leiche wiederbeleben. Und was ist dann? Scheißendreck. Ich muss sie ein bisschen auseinanderziehen. Ich brauche Geisteskraft. Nicht da rein. Eure Schwächen sind offenbar. Komm runter. Yes. Aber funktioniert schon. Gut. Wir ziehen weiter. Wann sind das Kämpfe hier? Und das im Profi-Modus. Gut, hier runter noch. Ich bin noch nicht so weit. Es geht zu Ende. Wahnsinn, Wahnsinn, welch Kämpfe. Punch, Shing, Ball. Nö, scheiße. Hier in der Rüstungsdinger. Diese
sie vernichten. Das ist noch nicht bereit. Nein, ich hänge hier fest. Shit. Oh, brutal. Nein, komm. Ach du Kacke. Geh weg. Meine Wunden schließen sich. Ich bin noch nicht so weit. Ich muss mich erholen. Raus hier! Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Meine Kraft verlässt mich. Puh. Brutal. Was ist denn los? Süße, was ist los mit dir? Steh auf. Come on, come on, come on, du wirst es schaffen. Yeah. Die Flitzkacke. Und wieder so eine Kreatur. Schande. Ich bin noch nicht wieder bei Schwach. Geh weg.
raus hier von der Scheiße. Ach du Kacke. Ich komm hier nicht weg. Ich komm nicht weg. Ah, bin schon tot. Das sind harte Kämpfe. Durchräumen. Die Verzauberin stirbt mir auch ständig. Schon wieder Champions. Jetzt geht's hier rund. Noch kein legendäres Teil. Verzauberin ist schon wieder gestorben. Wie viel kommen dann noch? Wahnsinn. Ich komme gar nicht zum Reden. Da lauter Kreaturen hier. Ich muss mich da so konzentrieren. Nee, oder? Wahnsinn. War doch noch eine Rüstung vorher da. Echt heftig hier. Das ist noch nicht bereit.
Wenn die schon so hart sind und Adria, will ich gar nicht wissen, wie erst Maltail drauf ist hier. Ach du heiliger Strohsack. Und daher kommen auch öfter längere Folgen raus, weil ich eben mitten im Kampf noch bin und eben noch einiges erledigen wollte. Jetzt wisst ihr es auch, weil es nicht einfach geht zum Aufhören hier. Oft, dann will man noch schnell dies eine Stückchen aufdecken und dann kommen wieder so viele und so. So, oh, da ist noch einer. Sonst heißt es ja wieder, ja, du hättest das noch, das kleine Stück noch aufgedeckt. Oder sonst was. Zeit voll. Ach du Kacke. Ich habe nicht genug Geisteskraft. So weit. Ne. Wahnsinn. Aha. Gut, das können wir weghauen. Und wir kehren zurück. Gut, alles reinpacken wieder. Die kleinen Sachen verkaufen. Können wir weghauen, Norden. Entschuldigung. Wow. Und der gefällt mir nicht so. Hose, die Hose. Schwer. Und haben wir keinen Blitzwiderstand, oder? Haben wir den? Ah, den hätten wir hier auch nicht. Doch, 49 Blitzwiderstand. Gut, da können wir vielleicht von der Rüstung was runtergeben. Müsste ich mal probieren. Die Faustwache haben wir weg. Schiebe ich mir mal auf hier. Moment, Katze. Also der Helm ist schon mal gut. Wo denn? Das können wir weghauen. Reparieren. Ohohoho. 12.000. Was haben wir denn hier überhaupt? Ich würde das mal probieren wollen hier. Und zwar den Helm, die Rüstung 400 runter, Zähigkeit geht dann auch runter. Wir müssen auf. Was brauchen wir? Schaden. Wir brauchen Geschicklichkeit. Geht der Schaden? Moment, muss ich hier gucken. Schaden ist drauf. Wir brauchen Blitzwiderstand. Blitzwiderstand. Rüstung. Geht gar nicht. Blitzwiderstand. Aha, Moment.
Kommen wir hier drauf? Können wir ein Radio zum Wohl von Gegnern? Reduziert die Dauer Kontrolle. Ich brauche Blitzwiderstand. Komm schon. Komm an die. 84, hier haben wir 84. 15. Können wir vielleicht ein bisschen was runterhauen? Auch nicht. Das geht gar nicht so. Das ist natürlich nicht gut. Ich wollte hier Blitzwiderstand draufhauen. Sieht ja doch gut aus. Wieder Dämonenjäger. Wieder sieht das am besten aus für Mönch. Finde ich. $500 kostet das. Will ich hier Blitzwiderstand drauf haben? Wie geht es? Müssen wir den Sockel weg haben? Es geht gar nicht. Scheißendreck. Sieht doch besser aus. Das können wir weghauen, dann tun wir das ganze Mob. Ehrlich gesagt kann ich kaum glauben, dass der Laden noch läuft. So. Und ich denke, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bis später. Euer Xtrem. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Und wie schon gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Xtrem.